Hallo Freunde, was ist der Zusammenhang zwischen f von x und f von 1 durch x? Das finden wir jetzt heraus und ich finde das ziemlich interessant. Also, wenn wir jetzt f von x gleich x betrachten, dann sieht der Graph bekannterweise so aus. Das ist einfach mal die erste Winkelhalbierende. Und wenn wir jetzt g von x betrachten als f von 1 durch x, dann ist das 1 durch x. Natürlich ist 0 ein Problemfall hier. Das schließen wir aus. Aber ansonsten, wenn ihr genau hinschaut, was zwischen 0 und 1 passiert, und in dem Fall wegen der Symmetrie auch bei minus 1, dann ist es eine ziemlich interessante Beobachtung. Wir knicken den Graphen, also wir schneiden das erstmal in den 0 wegen der Definitionslücke auseinander. Oder brechen das zusammen. Und dann gibt es quasi, man nennt das ein Halbstrahl, also wir fangen bei 0 an und gehen bis ins Unendliche. Und jetzt könnt ihr sehen, dass das Stückchen zwischen 0 und 1 so gebogen wird, dass die 0 jetzt gegen plus Unendlichkeit entlang der y-Achse nach oben läuft und der rechte Teil von 1 bis plus Unendlichkeit einfach nach unten gelegt wird und das ist der Graph, den wir hier bekommen, auf der Seite und auf der Seite. Okay, Zufall ist das vielleicht. Einfach nur hier passiert und sonst nicht. Lass mal sehen. F von x gleich x Quadrat. G von x in dem Fall ist wiederum f von 1 durch x. Das ist 1 durch x zum Quadrat. X Quadrat ist uns bekannte Parabel. Da habe ich zuletzt in dieser Playlist ziemlich viel darüber erzählt. Und was ist jetzt mit dem Ergebnis? Schon wieder knicken wir das in 0 ab. Und wenn ihr genau hinschaut, das ist die 1 schon wieder hier, die minus 1. Und 0 und 1 wird wieder gestreckt. Und 1 bis plus Unendlichkeit wird nach unten gelegt. 0 ist weiterhin ein Problemfall. Wie ist das jetzt mit der Funktion zum Beispiel f von x gleich x Quadrat minus x? Betrachten wir sowas. Die ist ja nicht symmetrisch, oder? Da sind gerade und ungerade Exponenten dabei. Nullstellen können wir hier ganz schnell sehen. 0. 1. Die Parabel sieht so aus, verschobene Normalparabel, der Scheitelpunkt bei 0,5, so weit, so gut. Und jetzt sollte der Graph von der Funktion, die wir hier anstreben, also f von 1 durch x, lass uns gucken, das wäre also überall, setzen wir jetzt in f 1 durch x ein, also 1 durch x zum Quadrat minus 1 durch x, also 1 durch x Quadrat minus 1 durch x. Sieht wild aus. 0 schließen wir wieder aus. Und bevor ich überhaupt irgendwas hier machen werde, überlege ich mir Folgendes, was ich eben überlegt habe, wenn das stimmt. Ich nehme den Abschnitt zwischen 0 und 1 und der wird gestreckt bis plus Unendlichkeit. In 1 habe ich hier eine Nullstelle. Das sehen wir hier. 0 ist natürlich verboten für den grünen Fall. Und wenn x gegen Unendlichkeit läuft, laufe ich auch gegen Unendlichkeit. Wobei, wenn x zum Beispiel 1000 ist, dann ist 1 durch x vom Betrag her stärker als 1 durch 1000 Quadrat. Ja, das ist ja ein Millionstel minus ein Tausendstel. Dieser Bruch gewinnt immer. Das heißt, wir sind von unten, wir sind unterhalb der x-Achse und laufen auf die 0 zu. Also, was soll passieren hier, wenn meine Beobachtung passt? Den Teil von 1 bis plus Unendlichkeit strecke ich und lege das entlang der x-Achse im Negativen. Und den Teil von 0 bis 1, also diese Halbschleife, die wird gestreckt nach oben. Schaut mal, was passiert.
das hier ist, was wir sehen, auf der rechten Seite, was auf der linken. In 0 ist das Problem. Und da ist es ganz einfach, das wird gelegt. So. Nach unten. Und ich behaupte, dass das stimmt. Und wir können jetzt kurz uns nochmal überlegen, ob das hinkommt. Also in der Nähe von 0, wenn ich etwas größer als 0 bin, dann ist der Wert sehr groß positiv und der ist auch groß, aber kleiner. Und der Bruch gewinnt, also Plus Unendlichkeit. Von der linken Seite aus, der ist sehr groß positiv gegen Quadrat und 1 durch x ist dann auch positiv, also es verstärkt sich sogar, das heißt, es läuft sogar ein bisschen stärker, ein bisschen steiler nach oben. Was auch Sinn ergibt, wir sind da ein bisschen weiter vom Scheitelpunkt, also das Tempo ist ein bisschen höher, als wenn wir den Teil beobachten hier. Okay, also ich denke, dass das passt und jetzt nochmal kurz zur Kontrolle. GeoGebra, wie ihr seht, gibt uns das gleiche Ergebnis. Also, was passiert, wenn man zwischen r von x und r von 1 durch x einen Zusammenhang sucht? Folgendes: Der Bereich zwischen 0 und 1 bei der Funktion r von x wird irgendwo hier oder hier einfach gestreckt, also abgeschnitten und gestreckt. Das war bei uns einmal unten, einmal war das oben und dann wird quasi dieses ganze Teil auf einmal gegen Unendlichkeit gebogen, weil wir bei 1 durch x durch 0 Teil in der Nähe von 0 ein Problem haben und damit die Werte enorm groß werden. Und der restliche Bereich zwischen 1 und Plus Unendlichkeit wird einfach ausgestreckt und da wir 1 durch x betrachten, wird es normalerweise an die x-Achse gelegt und läuft so ins Unendliche irgendwie auf dieser oder auf diese Art und Weise aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich fand das gar nicht so offensichtlich, ehrlich gesagt. Und umso interessanter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.